Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Elder Scrolls Online. Das Telvanni-Event ist gestartet, das heißt, wir können wieder Eventscheine bekommen und jede Menge Belohnungskisten. Und wie ihr das Ganze starten könnt, wo ihr überhaupt findet, wo ihr hin müsst, das zeige ich euch kurz in diesem Video. Es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal könnt ihr einfach in den Kronenshop gehen und findet dann unter Ereignisse hier die Ereignisquest Das Telvanni-Geheimnis. Das könnt ihr dann einfach anklicken und dann starten. Das ist eigentlich immer ganz gut, wenn man noch so gar keine Ahnung hat, wo man eigentlich hin soll, weil dann wird es einem natürlich angezeigt. Ihr könnt aber auch einfach dahin gehen, wo der Bär tobt, und das ist natürlich auf der Telvanni-Halbinsel. Ihr nehmt hier den Wegschrein des Umlands von Necrom und bewegt euch hier in die Richtung von dem Auge. Im Zweifelsfall läuft man einfach immer den Massen hinterher, dann weiß man auch, wo man im Prinzip hin muss. So, dann laufen wir da einmal hin. Hier sind wir nämlich schon. Und hier kann man jetzt die Quest auch einfach so annehmen. Das heißt, wo genau bin ich jetzt hier? Also wirklich nicht weit vom Wegschrein weg. Also zwischen dem Auge und dem Wegschrein hier in diesem Bereich ist dieses Event. Ich muss hier nämlich tatsächlich gar nicht viel machen, um auch vor allen Dingen die erste Belohnungskiste zu bekommen. Ich spreche nämlich jetzt Meister Pharas an. Das gleiche würde jetzt genauso passieren, wenn ich die Quest aus dem Kronenshop angenommen hätte. Reisende, standet ihr je kurz vor einer Entdeckung? Wart ihr je eine Armlänge davon entfernt, Tamriels Geschichte zu verändern? Ich glaube kaum, aber jetzt winkt eure Gelegenheit. Meine Töchter und ich stehen an der Schwelle des Ruhms und wir brauchen euch als unsere Zeugin. Als Zeugin, wo ich gerade sehe, ich finde sein Kostüm sehr nice. Aber gut, das mal ganz nebenher. So, was geht denn hier vor sich? Ich bin Meister Pharas, ein überragend talentierter und erheblich unterschätzter Magier des Hauses Telvanni. Meine Töchter und ich widmen unser Leben der Erforschung des Unbekannten und erhalten dafür so gut wie keine Anerkennung. Aber das endet heute. Gut, dann gucken wir doch mal, was er uns noch zu erzählen hat. Wir entkamen mit einem Folianten, der einem Gründungsmitglied des Hauses Telvanni gehörte. Gerüchten zufolge schlummern in ihm finstere, seit Ewigkeiten verbotene Geheimnisse. Wir benötigen dringend eine Zeugin, die unseren Erfolg bestätigt. Würdet ihr diese Rolle gegen eine kleine monetäre Entschädigung erfüllen? Na klar, zugucken kann ich. Ich werde dieses Ereignis bezeugen. Bereitet euch vor. So, damit ist jetzt die Quest gestartet. Finden wir heraus. Oha. Was geschieht? Ach, die Magister warnten uns. Wissen, dass Hermeus Mora geraubt wurde, hat immer seinen Preis. Ihr helft uns, diesen Fluch zu brechen. Oje, oje, oje. Ich glaube, da ist mal wieder etwas nicht so gelaufen, wie es laufen sollte. So, jetzt sprechen wir hier mit Tralis. Es war töricht, ohne die angemessenen Vorsichtsmaßnahmen mit dem Folianten zu interagieren. Aber Vater und Iensa wollten das nicht hören. Obst von demselben eifrigen und übermotivierten Ast. Verzeiht, Reisende. Ihr bekommt noch Gold von uns. Ich habe es nicht vergessen. Okay, was werdet ihr jetzt wegen des eures Vaters unternehmen? Ich bin mir sicher, dass meine Schwester und ich Hermeus Moras Fluch brechen können. Wir brauchen nur Zeit und das richtige Ritual. Allerdings wird dies eine Menge Vorbereitung erfordern. Danke, dass ihr das Ereignis bezeugt habt. Auch wenn es nicht der spektakuläre Erfolg war, den mein Vater versprochen hatte. So, damit haben wir tatsächlich schon die erste Telvanni-Kassette bekommen. Deswegen, wenn ihr mehrere Charaktere habt, ihr könnt diese Quest mit jedem eurer Charaktere machen. Das heißt, ihr habt dann auch jedes Mal schon mal eine Kassette safe. So, wenn ich das Ganze abgeschlossen habe, habe ich jetzt zwei Quests offen, die ich dann machen kann. Und natürlich die täglichen Quests in Necrom geben dann auch solche Kisten. Und für die täglichen Quests in Necrom sind dann auch die Ereignisscheine fällig. Das heißt, ich mache eine dieser täglichen Quests oder beziehungsweise alle täglichen Quests, die es hier gibt. Drei Stück sind es hier oben. Kann ich machen und würde dann zwei Ereignisscheine bekommen. Was ihr mit diesen Ereignisscheinen machen könnt, das verlinke ich auch unten nochmal im Text. Auch wo ihr die einlösen könnt. Also ihr könnt euch jetzt im Prinzip
auf Apokrypha und auf der Tel-Vanni-Halbinsel austoben. Man kann Kisten bekommen, indem man einfach Materialien sammelt, indem man einfach Mobs killt, natürlich indem man die täglichen Quests erledigt. Also ihr könnt ja jede Menge von diesen Belohnungskisten absahnen. Wir schauen uns jetzt auch einfach mal an, was in meiner Kiste drin gewesen ist. Das heißt, ich habe hier ein Schmuckstück, dann ist ganz häufig auch Beute dabei, die man dann verkaufen kann. Blaupausen natürlich hier aus Necrom und auch teilweise noch Materialien. Es sind auch teilweise Stilseiten zu finden. Also eigentlich alles, was das Herz begehrt, kann man hier absahen. Das Ganze kann man alleine machen. Manche Quests braucht man natürlich eine Gruppe, wenn man auch in Bastion Nymann hinein möchte. Aber auch alleine kann man hier jede Menge tolle Belohnungen absahnen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Event. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie immer über ein Like und ein Follow. Und sagt damit nicht nur viel Spaß beim Event, sondern tschüss, eure Kastanie. Bis zum nächsten Video.